Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute stelle ich euch mal den Sylvanian Family Supermarkt von innen vor. Wir sind jetzt schon mal drin. Die Aufkleber kleben schon alle. Ich habe jetzt das nur vom Spielen jetzt mal alles nochmal ausgeräumt und zeige euch jetzt alles mal vom Namen. Also hier hinten ist Platz für Magazine, die kann man da reinstecken. Und ja. Hier drüben sind zum Beispiel Onions, das sind Zwiebeln, also da steht alles auf Englisch hier. Hier Onions, Egg und so weiter. Ja, und das ist halt Zucchini und so weiter, was es dort alles gibt. Ja, hier unten ist das Kühlregal mit dem Fisch. Das sieht sogar so ähnlich aus wie bei Playmobil. Hier ist noch das andere Kühlregal. So groß ist es. Genau, und jetzt zeige ich euch mal, was da alles dabei war. Ich habe das jetzt alles hier platziert. So ist die Ansicht, ja. Wir beginnen mal hier. Hier war so ein kleines Päckchen dabei. Warte mal, ich probiere es mal zu fokussieren. Genau. Ich glaube, das ist Speisestärke oder sowas. Dann war hier noch ein Wasser dabei, Wein und Sekt. Sieht wirklich auch ganz echt aus. Warte. So, genau. Dann gibt's hier Kaffee. Und hier gibt's ganz viele Dosen mit Bier und Tomaten. Salz. Nochmal Bier. Genau, die zeige ich euch jetzt alle mal durch. Hier. Also, das ist alles drin. Und hier oben ist dann die nächste Reihe, die dabei war. Mit Ketchup, Mayonnaise, Apfelsaft, Orangensaft und ich glaube sogar Zitronensaft. Dann ist hier hinten noch auch so eine Soße auf jeden Fall. Dann gibt es hier zwei Teesorten. Ich glaube, das hier ist Kamille und noch so ein anderer Tee. Dann kommt hier das Eis. Hier einmal so Schokoladeneis. Wartet mal. Ja, Schokoladeneis. Dann noch Vanilleeis. Dann hier noch eine Orange und eine Birne. Und ein Apfel und Banane. Und das Gute ist, das sieht richtig schön aus. Man sieht da auch, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt in der Kamera erkennen könnt, sieht man da oben auch den Stumpf. Also sieht richtig echt aus. Dann gibt es hier noch ein Milcheis. Dann noch so Fruchteis. Hier noch so ein riesiges Eis. So. Ja, dann halt noch ein Bündel Bananen hier. Und das hier ist das Regal, was dort auch dabei war. Das stellt man dann so rein und dann kann man das alles einräumen. Dabei war dann auch noch dieser coole Stand hier. Das steht Sweet Ice Cream. Hier ist so eine kleine Kühltruhe. Und hier sind wieder diese ganzen Päckchen. Mit frischen Früchten. Genau, dann gehen wir mal weiter. Hier in der Backwarenabteilung gab es so eine Kiste, wo man die ganzen Sachen dann reinmachen kann. Dann gab es hier einmal so ein kleines Brot. Hier solche kleinen Klammern, um diese Tüten, die dabei waren, zuzumachen. Da waren zwei Stück dabei. Und dann waren hier noch solche zwei Hasenohren. Hier zwei Kaninchen. Hier zwei Brezeln. Hier zwei Muscheln im Kühlregal. Und zwei Fische, die finde ich auch richtig süß.
Und dann war da auch noch so ein Fisch dabei, der sieht dem Playmobil richtig ähnlich, finde ich. Und dann waren hier noch richtig viele Kekse dabei. Hier erstmal Cornflakes, Sandwichkekse, Nudeln, Schokolade, Waffeln. Dann sind es wieder solche Hasenkekse. Dann sind es Cookies. Und solche normalen Kekse. Was ich aber sagen muss, also auf jeden Fall ist es so, ihr kriegt es dann auf so Pappe, das ist dann so zum Rausdrücken und dann müsstet ihr es euch alles selbst zusammenfalten. Bei mir hat es nicht wirklich so richtig gehalten. Keine Ahnung, vielleicht habe ich auch was falsch gemacht, deswegen habe ich es noch mit Tesafilm da oben ein bisschen fixiert. Aber ansonsten finde ich es richtig cool zum Spielen, den verwende ich auch sehr oft. Dann gibt es hier verschiedene Säfte, nochmal Schokolade, Käse, zweimal Milch, Joghurt, noch ein Joghurt, noch ein Joghurt und Pudding, Käse, Butter, ich glaube Sahne ist das, keine Ahnung. Und dann, das finde ich richtig süß, dieser kleine Honigbär. Dann noch die zwei anderen Marmeladensorten, einmal Erdbeere und Orange. Und dann ist hier noch Ahornsirup. Zweimal Eier, die waren einzeln dabei, in so einem Sechserpack jeweils. Dann Kohl, Zucchini, Paprika, Kartoffel, Karotte, Zwiebel und Tomate. Und noch dabei war diese kleine Kasse hier, da kann man vorne was reinstellen, zum Beispiel das hier. Und dann steht die Kasse so. Da hinten ist leer und ja, hier oben kann man diese kleine Kasse reintun. So, und da passt dann auch Playmobil-Männchen hinter die Theke. Dann gibt es hier noch so einen coolen Einkaufswagen. Leider rollt der nicht, also, aber man kann ihn trotzdem schieben. Mit solchen Griffen. Und dann gibt es noch eine Supermarkttasche zum Einkaufen. Und dann noch solche kleinen Magazine zum Kochen und für kleine Geschenke. Und da gab es hier noch so eine Extraplatte dabei. Die kann man nämlich entweder hier so vor den Supermarkt legen. Andersrum. So kann man die entweder vor den Supermarkt legen. Dann ist hier hinten noch so eine kleine Erweiterung. Oder ich lege sie immer ganz oft hier nach vorne. Und ja, also ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt mir doch bitte einen Daumen nach oben. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.